Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von mir. Ich habe wieder eine Wutbox bekommen, die ich mit euch zusammen öffnen möchte. Ich habe schon einmal kurz reingeguckt und diesmal war deutlich mehr Klebestreifen drum als sonst. Also ich habe eine Sache schon gesehen, sag ich mal so. Wenn das Paket aufgeben wollen würde. Das gucken wir uns wieder später an. Das erste, was wir haben, ist wieder ein ja, fällt der Name gerade nicht ein, so ein, ja, genau. Ihr wisst schon, was es ist. Wenn er mal fokussiert, hallo, jetzt, ja, so einer ist wieder mit dabei. Ich habe aber keine Ahnung, was das darstellen soll. Also das ist auf jeden Fall irgendwie ein Drache. Woher oder keine Ahnung. So, dann haben wir noch Socken, wo Bazinga draufsteht, von The Big Bang Theory. Ich sag mal so, es sieht sehr nach McDonald's aus. Also, ich mag The Big Bang Theory, aber es sieht mir ziemlich doll nach McDonald's aus. Ich weiß nicht warum, aber hat was von McDonald's. Dann haben wir noch, ach Leute, das ist eine Mütze. Von World of Warcraft. Hab ich mal gespielt, ja, aber auch echt nicht lange. Also das hat hier noch so ein, ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier so ein Dingsens mit Löwen. Was auch immer vorne noch drauf. Also ich habe schon Jahre nicht mehr gespielt. Ich habe es einmal kurz gespielt vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Bestimmt 7 Jahren oder so. Also schon eine ganze Weile her, deswegen ich habe echt keine Ahnung mehr von World of Warcraft. Aber an sich ist die Mütze, ja, ich sag mal so, ich trage eigentlich eher weniger Mützen. Ach. Ein T-Shirt. Also ich, ja doch, ist ein T-Shirt. Von Captain Tsubasa. Ich weiß, das ist doch damals so eine Fußballserie gewesen, wo ich, also ich, wenn ich mich richtig erinnere, sind da so sehr viele extreme Sachen gewesen. Also voll übertrieben, sag ich mal so. Wenn ich mich recht erinnere, ich weiß es jetzt nicht genau. Sieht man das? Ja, das ist das T-Shirt. Sieht ganz nice aus. Ich kann zwar nicht lesen, was hier drauf steht, aber vielleicht weiß ja jemand von euch. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Paket im Paket. Ich denke mal, es wird wieder so ein Popsocket oder ähnliches sein. Ja, sag ich doch. Okay, das sieht Marvel Studios First Shuri. Oh lol. Okay, das sieht echt geil aus. Die werde ich gleich nochmal auspacken. Es gibt hier scheinbar verschiedene. Ich weiß nicht, ob in jedem Paket jetzt hier ein anderes drin ist. Also in jedem, der das Wootbox, der die Wootbox bestellt. Keine Ahnung, ob da immer was anderes drin ist. Aber ich denke mal, so sieht die unverpackt aus. Oh, so. Sieht man das? Ich glaube ja, ne? Ja, man hat es auf jeden Fall gesehen. Sieht nice aus und ungewöhnlich, weil die halt total Gold ist. Aber warum nicht? Kann sogar stehen. Krass. Ich habe noch nie so ein Pop, so ein, nee, wie heißt das? Doch, Pop-Figur, ne? Ja, so ein Pop-Wackel-Kopf-Dings ist da, habe ich noch nie ausgepackt. Ja, das war's auch schon mit der Wutbox. Nichts mehr drin. Ja, also gut. Scheiß drauf. Dann gucken wir doch mal, was das Ganze an Wert hat. So.
Also, wir haben hier die Warcraft Beanie für 15 Euro. Welche Fraktion ist besser, die Horde oder die Allianz? Wir haben dieses Mal für dich entschieden. Natürlich willst du der Allianz beitreten, nachdem du diese tolle Beanie getragen hast. Also ich glaube, das Zeichen da drauf ist, denke ich mal, steht denn für irgendeine Allianz. Das Captain Tsubasa T-Shirt. Oh ja, wir können sehen, wie nostalgische Gefühle in dir aufkommen. Ziehe deine Fußballschuhe an und dann kann das Spiel auch schon beginnen. Kostet 20 Euro. Ist eigentlich jedes T-Shirt, glaube ich, bisher gewesen, ne? The Big Bang Theory Socken. 17 Euro. Bazinga. Es gibt keine Garantie dafür, dass du so clever wie Sheldon Cooper wirst, wenn du diese Socken trägst. Aber probier sie doch einfach mal an. Du hast nichts zu verlieren, oder? Das wäre jetzt echt ein Wunder, wenn ich die Socken trage. Auf einmal so schlau bin wie Sheldon Cooper. Ich glaube, da würde ich so einiges anders machen. Und einmal die NYCC. Keine Ahnung, steht hier so. Shuri Black Panther Chrome Popfigur. Für 15 Euro. Wer will nicht in einem versteckten Land leben, in dem es viel Vibranium gibt und in dem es schon die Technologien der Zukunft gibt? Komm schon, lass uns nach Wakanda gehen. Für 15 Euro. Und einmal genau, ein Pin ist das. Ein Wootbox-Pin. Der 3. Oktober 1910 bedeutet dir etwas? Es ist auf jeden Fall ein bedeutsamer Tag für einen von zwei Brüdern, dessen Seele in eine Eisenrüstung gebannt wurde, nachdem ein Alchemieversuch schiefgelaufen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das muss ich gleich mal googeln. Dann sage ich euch Bescheid, was es ist. Also, ich habe keine Ahnung. Echt nicht. Hier habt ihr nochmal die Übersicht. Ich hoffe mal, man kann alles lesen. Und dann haben wir noch Geschenke im Wert von 2000 Euro. Wie jeden Monat. Fokus. Hallo. Hallo. Dieser Autofokus funktioniert nicht richtig. Fokus wieder. Ja, wieder Geschenke im Wert von 2000 Euro. So, jeden Monat gewinnt ein glücklicher Wuter. Ja, wie immer. Der Anfangssatz. Der Jackpot im Januar enthält zwei Stormtrooper Hot Toys Figuren, einen Batman Schach. Okay, das sieht echt geil aus. Eine Mega Pack PlayStation VR und von Sony. Und eine Hot Toys Hulkbuster Figur aus Avengers Infinity War. Okay. Sieht echt. Das Paket ist auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall geben. Wenn man das Glück hat. Ja. Ja. Und auf der Rückseite nochmal Werbung von gamesplanet.com. Dein Game-Shop für geballte Spiele-Power in 2020. Dragon Ball Z, Kakarot, Januar 2020, bla bla bla. Ich habe keine Ahnung, was Games Planet ist. Ich denke mal, es wird irgendeine Webseite sein, wo man halt die Spiele alle hier runterladen kann oder kaufen kann, wie auch immer. Ja, das Frontbild habt ihr ja schon gesehen, ne? So. Ich habe echt keine Ahnung, was das für ein Gesicht ist. Kennt man das irgendwoher? Also, ich habe es, glaube ich, noch nie gesehen. Steht einfach eine Squad drauf. Wer weiß, ob es das Gesicht überhaupt gibt. Keine Ahnung. Gut, ich werde mich noch mal kurz informieren, was dieser Pin da bedeutet, weil das interessiert mich jetzt echt. Das gleich. Alles klar, also ich habe jetzt mal geguckt, aber ich finde zu dem Pin überhaupt nichts. Also wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil ich habe echt gar keinen Plan, was das sein soll. Ich habe auch im Internet nichts dazu gefunden. Ich habe versucht, mit Bixby Visioner herauszufinden, was das ist. Und ich habe versucht, auch irgendwie aus dem Text das Datum gegoogelt und alles, aber ich finde da irgendwie nichts. Ich weiß nicht, ob das aus einer Serie ist oder keine Ahnung. Aber ich habe dazu kein bisschen was gefunden. Also nichts wirklich Interessantes. Vielleicht wisst ihr es ja.
Wenn ja, könnt ihr es ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und das mit dem World of Warcraft, ja, das war halt da, das ist halt so eine Allianz da. Gut, ich würde sagen, dann war es das mit diesem Unboxing. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao.